Seiten. Und damit kommen wir jetzt auch schon direkt zur Panel-Diskussion. In den kommenden 90 Minuten blicken wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf die heutige Fragestellung: Journalismus und Social Media Betreibende oder Getriebene. Wie prägen soziale Medien die journalistische Arbeit? Überwiegen die Chancen oder die Risiken? Wie verändern soziale Medien eigentlich konkret den Journalismus? Und wie verändert Journalismus Social Media? Und auch, welche Rollen nehmen eigentlich Journalisten in sozialen Medien ein? Wie gehen wir besser mit Eskalation, mit Emotionalisierung und Polarisierung um? Ein Hinweis: Natürlich spielen auch bei dieser Thematik, wie eingangs erwähnt, die Themen Macht und Mechanismen sozialer Plattformen eine große Rolle. Diskussionen um Bots, Algorithmen und Co. Aber darauf möchten wir uns heute nicht konzentrieren, sondern wir schauen wirklich ganz konkret auf die Wechselwirkungen zwischen Journalismus in Struktur und Praxis und Social Media. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende, auch hier sind natürlich Ihre Fragen gefragt. Ich habe schon die ersten Fragen an Frau Heinrichs gesehen, die wir dann auch im Verlauf der Diskussion gerne mit einpflegen werden. So, und damit begrüße ich an meiner Seite unser Panel, unsere Panelistinnen und Panelisten. Einmal Nicole Diekmann, Korrespondentin ZDF Hauptstadtstudio. Hallo, Frau Diekmann. Können Sie mich hören? Hallo, Frau Diekmann. Ja, da muss ich noch mal mit der Technik kurz absprechen. Ich hoffe, dass Frau Diekmann mich gleich auch hören kann. Dann möchte ich gerne begrüßen Carsten Fiedler, Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers. Hallo. Auch hier ein Hallo in die Runde. Sherm Jeff, freie Journalistin und Autorin von What Happened Last Week. Wir sehen darüber Hasnain Kasim, freier Journalist und Buchautor. Und natürlich weiterhin hier an meiner Seite Ellen Heinrichs, Leiterin Trends and Knowledge bei der Deutschen Welle. Ein Hallo einmal in die Runde. Ich hoffe, Sie können mich jetzt hören. Ja, wunderbar. Jetzt sehe ich das Nicken. Perfekt. Vielen Dank, dass Sie sich heute eingefunden haben zu unserer Panel-Diskussion. Die sozialen Medien haben ja die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen, demokratisiert. Wir haben es heute mehrfach gehört in den Vorgesprächen mit Ihnen. Klang das ganz wunderbar. Social Media sei ein willkommener Spiegel, sei eine Erneuerungsmaschine, sei ein Geschenk. Zumindest in der Theorie, denn in der Praxis sieht es oft ganz anders aus. Wie lässt sich denn das weite Feld der sozialen Medien von journalistischer Seite anpacken? Das möchten wir jetzt miteinander besprechen, damit es gesteuert ist und angepackt und man nicht ins Schlingern oder ins Getriebensein gerät. Im Sinne des konstruktiven Gedankens möchte ich gleich zu Beginn dann auch mit einer kleinen Fragerunde starten, und zwar auch ganz praxisorientiert. Welchen Mehrwert ermöglicht Ihnen die Arbeit mit sozialen Medien in der täglichen journalistischen Praxis? Gerne festgemacht an einem konkreten Beispiel. Beginnen möchte ich gerne bei Ihnen, Frau Diekmann. Wie wirken denn soziale Medien auf Ihre Arbeit? Sie sind ja eigentlich klassischerweise Onlinerin, wie man in Ihrem Buch lesen kann. Welche Vorteile, welche Neuerungen haben sich denn für Sie ergeben mit sozialen Medien? Ich bin nicht Onlinerin. Ich bin, ich war studentische Hilfskraft lange bei Tagesschau.de und habe da auch noch ein paar Jahre gearbeitet. Ich bin aber ausgebildet an der Deutschen Journalistenschule. Insofern eigentlich Printjournalistin und seit 10 Jahren auch nur noch beim Fernsehen. Was mir aber tatsächlich geholfen hat, dadurch, dass ich lange online gemacht habe, auch als es noch fremder war vielen Leuten als jetzt, nämlich schon Anfang der 2000er Jahre, ist, dass ich nie eine Hemmschwelle hatte den sozialen Medien gegenüber. Das heißt, ich habe sehr früh verstanden, was für ein großartiges Rechercheinstrument die sozialen Medien sind. Und mittlerweile haben ja auch sehr viele Politikerinnen und Politiker, sogar bei uns in Deutschland, verstanden, wie angenehm Social Media ist, wenn man unangenehmen Fragen ausweichen will. Und benutzen eben die sozialen Medien immer mehr als eigenen Kanal, um uns zu umgehen, um unsere Fragen zu umgehen. Dass ich die sozialen Medien so gut kenne und auch nie als natürlichen Feind meiner Arbeit
erachtet habe, ist ein Vorteil, weil ich immer sehr schnell gucke, was da eigentlich los ist und sehe dann mit als eine der Ersten, dass Annalena Baerbock zum Beispiel erklärt, es gäbe jetzt ein Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer. Und das verschafft doch hin und wieder einen Vorsprung mit allen doofen Nebenwirkungen, die das Ganze mit sich bringt. Und Stichwort Hemmschwelle, überraschend viele aus der Politik, auch wirklich aus den Spitzen von Parteien, hochrangige Funktionärinnen und Funktionäre sind über Direct Message erreichbar. Da kriegt man doch hin und wieder wirklich mal ganz wichtige Infos gesteckt, die man so vielleicht nicht kriegen würde. Vor allem nicht, wenn man im Pulk steht. So arbeiten ja gerade wir Fernsehleute oft leider. Das ist ein großer Zugewinn. Ja, ich nehme damit, dass Sie da auf jeden Fall auf den Vorsprung setzen, auf das Positive, was Social Media mit sich bringen kann für Ihre Arbeit. Stichwort auch Recherchetool oder das Finden von Quellen und auch der Zugang zu schnellerer, vielleicht sogar Echtzeitinformationen. Herr Fiedler, Digitalisierung macht den Journalismus besser. Das schrieben Sie im vergangenen Oktober gemeinsam mit Sarah Brasak in einer Verlagsbeilage mit dem Titel Informationsmanager der Zukunft. Da haben Sie 8 Thesen zur Zukunft und zum Selbstverständnis des Journalismus in Zeiten der Digitalisierung notiert. Jetzt nehmen wir uns aus der Digitalisierung einmal die Untermenge Social Media heraus. Können Sie uns konkrete Beispiele nennen, wie in einem regional verankerten Medienhaus Social Media ganz aktiv genutzt wird, um Relevanz gerade auch in einem übersättigten Aufmerksamkeitsmarkt zu generieren? Ja, wir haben es ja immer schon von Frau Diekmann gehört. Natürlich ist Social für uns auch ein extrem wichtiges Recherchetool. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, dass wir uns auch einig darin sind, dass es eine gewisse Orientierungsphase gegeben hat der klassischen Medien in der Frage, wie positionieren sie sich zu den sozialen Medien, wie geht man damit um, wie nutzt man die und wie schätzt man sie auch ein. Wir haben eben in den Beiträgen in den Impulsreferaten ja auch vieles gehört zu den negativen, auch wie positiven Seiten. Und ich kann ganz konkret sagen, dass wir Social natürlich nutzen. Ein ganz präsentes Beispiel, was, glaube ich, auch bundesweit ja eine Relevanz hatte, waren die Ereignisse der Silvesternacht 2015, 2016 auf der Domplatte. Da waren wir beim Stadtanzeiger die Ersten, die im Netzwerk Köln, also auf Facebook, die ersten Rückmeldungen von Frauen gefunden haben, die eben über diese Vorkommnisse auf der Domplatte berichtet haben. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man eben, wenn es auch um Relevanz geht, in den sozialen Netzwerken unterwegs sein muss, dass man sich anschauen muss, welche Themen werden da diskutiert, welche Nachrichten laufen auf. Das gilt eben auch im regionalen oder im lokalen Kontext. Das ist sicherlich auch etwas, was sich in den letzten Jahren noch mal verstärkt hat. Zunächst hat man sicherlich eher die nationale Ebene da immer auch oder überregionale Ebene im Auge gehabt. Aber mittlerweile ist Social eben auch auf der lokalen oder regionalen Ebene ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Was man auch sagen kann in den Auswirkungen auf unsere Arbeit, also wie wirkt sich sozusagen das aus, dass wir Social monitoren, dass wir es als Recherchekanal nutzen, dass wir es aber auch als Ausspielkanal nutzen, muss man sagen, dass wir auch in unserer Arbeit selbst in den Newsrooms, glaube ich, agiler geworden sind, dass wir viel, viel früher Themen hinterfragen und uns auch selbst hinterfragen, ne, in der Frage, wie positionieren wir uns zu einem Thema, wie reagieren durch die Social-Kanäle deutlich schneller auf Kritik oder auch auf Debatten. Und das führt sogar zu dann auch internen Diskussionen in der Redaktion. Da gibt es ein schönes Beispiel, das ich nennen möchte. Es gab vor kurzem einen schweren Lkw-Unfall im Rhein-Erft-Kreis, also wirklich die regionale, lokale Ebene, bei der ein Lkw-Fahrer, klassischer Fall Rechtsabbieger, eine Radfahrerin überfahren hat. Und es entspann sich bei Twitter eine große Debatte darüber, wie wir diese Unfallmeldung intoniert haben. Also vielleicht zu viel Polizeisprech, zu viel passive Konstruktionen. Das hat bei uns in der Redaktion nochmal dazu geführt, dass wir eine Debatte geführt haben über die Frage, wie wollen wir da formulieren, eine Sensibilisierung auch für die Perspektiven, auch eine Vermeidung von, sagen wir mal, entschuldigenden Floskeln, wie sie dann häufiger auch mal in den ursprünglichen Polizeimeldungen zu finden sind. Also das als Beispiel dafür, dass Social eben auch nochmal sehr konkrete
Einflüsse auch auf interne Redaktionsdebatten oder eben auch auf internes Arbeiten hat bei uns. Vielen Dank für dieses ganz konkrete Beispiel. Da sieht man, dass Social Media tatsächlich nicht nur allgemein in der journalistischen Praxis, sondern vielleicht eben auch in der Struktur, im Selbstverständnis nochmals zu Fragestellungen aufruft, die man dann gemeinsam eben besprechen kann und auf deren Basis man neue Antworten finden kann. Jetzt möchte ich gerne als nächstes zu Frau Jeff kommen, quasi von der regionalen zur internationalen Ebene. Das Leitmotto Ihrer Arbeit als freie Journalistin mit einer festen Community beschreiben Sie folgendermaßen. Was für Fragen gibt es und welche Antworten werden gesucht? Gemeinsam mit Leserinnen und auch mit JournalistInnen in der ganzen Welt machen Sie sich auf den Weg, um genau diese Fragen und Antworten zu finden, zu kuratieren, zu vermitteln und darüber hinaus auch weiter zu diskutieren. Wie wirken denn soziale Medien auf Ihre Arbeit, von der Themenfindung bis zur Kommunikation? Auf welchen Kanälen bewegen Sie sich? Ja, vielen Dank. Also ich selbst bin auf Social Media sehr aktiv. Das ist für meine Arbeit unumgänglich. In meinem Newsletter geht es ja vor allem auch um unterberichtete Themen. Das heißt, Themen, die untergegangen sind, die weniger geschrieben worden sind oder auch die weniger gelesen worden sind. Und das heißt, ich schaue mir daher an, also nicht das, was berichtet wurde, sondern genau das Gegenteil. Ich gehe auf die Suche nach Perspektiven, Themen, Regionen, die eben auf Social Media die Runde gemacht haben und weniger jetzt in den Redaktionshäusern. Und schau mir an, welche von diesen Themen waren nicht vertreten, über welche sollten wir unbedingt reden, weil sie sehr relevant sind, entweder weil sie regional sehr relevant sind oder eben sehr oft auch eben global relevant. Und Social Media hat mir in der Hinsicht sehr viel weitergeholfen. Also über die Jahre habe ich mir ein Netzwerk von vielen unabhängigen JournalistInnen und AktivistInnen sowie aber auch Nichtregierungsorganisationen, also so ein Netzwerk gespannt und auf ihre Kuratierung, auf ihre Einschätzung, auf ihre Kontextualisierung natürlich auch verlasse ich mich, indem ich wirklich in die Regionen hingehe und mir hingucke, wer macht da bereits schon seit Jahrzehnten Arbeit, auf welche Arbeit kann ich mich verlassen. Wir sind ja schließlich ExpertInnen in ihrem jeweiligen Gebiet. Social Media ist aber auch für mich in der Art und Weise wichtig, damit die Menschen, die meinen Newsletter abonniert haben, sich auch ein Bild von mir machen können. Also Transparenz und Authentizität sind sehr wichtig für mich. Das sind Werte, die ich auch nach außen tragen möchte. Ich möchte, dass sich meine LeserInnen eingeladen fühlen, mit mir in Kontakt zu treten, ganz explizit mit mir in Kontakt zu treten. Da poste ich dann auf meinen eigenen Kanälen, welches Buch ich momentan lese, welche Gedanken ich zu welchem Film, Buch, Film, Podcast habe. Ich kommentiere Artikel, Videos, die momentan sehr heiß diskutiert werden. Ich versuche das von meiner Perspektive aus ein bisschen einzureihen, historischen Kontext zu geben, globalen Kontext zu geben. Also sprich, den Menschen die Informationen zu liefern, nach denen sie auch so ein bisschen suchen. Meine Arbeit als Journalistin sehe ich vorrangig eben als Gesprächspartnerin auf Augenhöhe. Also das heißt, ich möchte den Kanal offen halten und das mache ich dann im Newsletter. Also das heißt, die LeserInnen können mir einfach auf die jeweiligen Ausgaben ganz direkt antworten. Aber das machen sie auch einfach sehr oft, indem sie mir auf Instagram oder Twitter schreiben, indem sie mich taggen. Manchmal belehren sie mich, auch wofür ich immer super dankbar bin. Aber da ist immer sehr, eine sehr dynamische Beziehung zustande gekommen durch Social Media. Das hieße, dass Ihr Newsletter What Happened Last Week so eine Art Nukleus ist und rundherum findet dann tatsächlich eine große Interaktion über Social Media statt. Genauso sehen wir es jetzt auch ganz oft, dass es bei verschiedenen Formaten stattfindet. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Arbeit, wie Sie Ihren Journalismus mit Social Media verbinden und verweben. Damit möchte ich gern zu Herrn Kasim kommen. Sie kennen ja beide Welten sehr gut, sowohl das feste journalistische Arbeiten als auch das freie. Wo liegen denn da aus Ihrer Erfahrung die Unterschiede mit Blick auf soziale Medien? Gibt es da gewisse Vorteile,
jetzt beispielsweise als Freier, sind Sie da auch freier unterwegs in der Art und Weise, wie Sie agieren? Also in dem Agieren ist man da sicherlich ein Stück weit freier. Es ist ja so, wenn man Journalist ist für ein festes Medienhaus, dann repräsentiert man das ja ein Stück weit. Ja? Also wenn ich was geschrieben habe für den Spiegel als angestellter Korrespondent der Spiegel, dann heißt es immer, der Spiegel schreibt. Und auch wenn ich in den sozialen Medien mich geäußert habe und ich bin nicht unbedingt zimperlich im Umgang mit Hatern und auch relativ ruppig manchmal in meiner Antwort, dann war das natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil es ja letztlich dann auch der Spiegel ist, der so antwortet, wobei das gar nicht stimmt. Es war ja meine private Twitter- und meine private Facebook-Seite, aber es wird so wahrgenommen. Ich fühle mich jetzt noch mal ein Stück weit freier, das einfach tun zu dürfen und zu machen. Ich habe es aber auch vorher schon getan, habe mir dann manchmal auch Streitereien eingehandelt mit Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist einfach, die Freiheit habe ich mir genommen. Die habe ich jetzt natürlich oder spüre ich jetzt noch mehr. Also insofern ist das ein Unterschied. Aber im Grunde genommen hat sich das eigentlich gar nicht so sehr verändert. Und ich nutze soziale Medien vorher wie jetzt gleichermaßen. Ich nutze es eben, wie auch schon mehrfach gesagt wurde, als Recherchetool. Habe dadurch, dass ich ein relativ großes Bereich, Themenbereich abdecke, viel auch aus Ländern, in Länder schaue, die nicht so zugänglich sind, Bangladesch, selbst Indien, ein großes Land, ein großes, bedeutendes Land, aber was gibt es an Indien-Berichterstattung? Nicht wahnsinnig viel, leider. Also selbst da kann man natürlich dank sozialer Medien einen super guten Blick haben, indem man einfach vernetzt ist mit indischen Journalistinnen und Journalisten, Aktivisten in Bangladesch, Politikern und so weiter. Also man kann ohne dass man jeden Tag irgendwie ein Dutzend Leute anrufen muss und abklappern muss, was gibt es denn Neues, hat man einfach einen Überblick erstmal, so ein generelles Gefühl dafür, wie ist die Stimmung, was sind die Themen, was bewegt die Leute. Das ist schon ganz gut. Aber es hat natürlich, ich finde es ja faszinierend, dass wir im Jahr 2021 immer noch darüber reden, wie das Internet und die sozialen Medien unsere Arbeit verändert haben. Ich meine, mein erstes iPhone hatte ich, glaube ich, im Jahr 2009. Ist jetzt nicht eine Ewigkeit her, aber 12 Jahre ist doch schon ganz schön lang. Und das hat natürlich massiv in den letzten 10 Jahren unsere Arbeit verändert. Gerade für mich als Korrespondent. Früher waren Korrespondenten diejenigen, die gingen dann an einen Ort, entdeckten irgendwas und schrieben darüber. Und die ganze die Zuschauerschaft und Leserschaft dachte, oh wow, da ist was Neues für uns. Heute bekommt man in Echtzeit, sei es eine Offensive, militärische Offensive der Taliban in Afghanistan, sei es ein Textilfabrik-Unfall oder Brand in Bangladesch oder was auch immer, in Echtzeit bekommt man da Informationen. Da sind Leute, die filmen das sogar. Nicht nur Text, sondern auch Film, Ton, alles. Und das ist natürlich, also diese Aufgabe des Korrespondenten, als erster vor Ort oder als einer der ersten vor Ort zu sein und überhaupt die Nachricht bekannt zu machen, die ist kaum noch da, sondern die Informationen sind da. Es geht vielmehr darum, das zu verifizieren, die Geschichte zu erzählen, also es einzuordnen. Und das sind ja oft dann im Netz immer nur so kleine Bruchstücke, ja, kleine Filmchen, kleine Textfetzen. Das in eine große Erzählung zu betten, damit eine Leserin, ein Leser, ein Zuschauer, Zuhörer verstehen kann, was ist da eigentlich los, was ist der Hintergrund. Das ist eigentlich die große neue Aufgabe geworden in den vergangenen 10, 15 Jahren, muss man sagen. Aber eine Aufgabe, mit der wir, glaube ich, immer noch ein bisschen hadern so, oder noch nicht so ganz verstehen, dass das Neue ist. Ja, es ist ja durchaus noch eine recht junge Kulturtechnik im Vergleich zumindest, auch wenn uns das schon ewig lange vorkommt. Deswegen war es auch wichtig, dass das Thema Journalismus und Social Media wirklich nochmal auf die Praxis abgeklopft wird und wir einfach in Diskussion treten. Was bedeutet das auch? Was hat sich verändert in dieser Zeitspanne und was macht das eigentlich mit dem Selbstverständnis des Journalisten und der Journalistin? Vielen Dank für diesen Einblick. Ich nehme mit, das Thema Verifikation, die Einordnung, die Kuratierung hat nochmals einen stärkeren Fokus in der Arbeit erhalten. Frau Heinrichs, jetzt komme ich natürlich auch nochmals zu Ihnen in dieser kleinen Auftaktrunde als Leiterin Trends and Knowledge, Knowledge and Trends. Ist Ihr Blick auf Social Media jetzt ein ganz anderer als bei den Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich im Newsroom arbeiten? Wann hat denn die Deutsche Welle sich erstmals den sozialen Medien, den Dynamiken und Herausforderungen zugewandt? Wann hat sie sich damit beschäftigt? Und inwieweit ist der Einsatz von Constructive Journalism eine mögliche Antwort darauf? Ja, also die Deutsche Welle ist ja sozusagen das ärmste öffentlich-rechtliche Medienhaus, was es gibt in Deutschland. Und deswegen waren wir immer schon ganz früh dabei,
auf neue technische Trends zu gucken und hatten also auch mit sozusagen als erste damals eine Webseite direkt in 30 Sprachen. Und seit dieser Zeit, das ist schon gefühlt wirklich ewig her, über 20 Jahre, haben wir uns weiterentwickelt. Und ich würde mal zusammenfassend sagen, die Deutsche Welle ist in den vergangenen 20 Jahren vom Auslandssender zum Auslandssender und Empfänger geworden. Ja, also die sozialen Medien erlauben uns einfach sehr viel stärker zuzuhören und hinzugucken. Und das ist natürlich ganz besonders für Medienmärkte dann auch relevant, wo man nicht einfach mal so hin kann oder wo es möglicherweise problematisch ist, mit eigenen Journalistinnen vor Ort zu sein. Und zum Beispiel, wenn ich an Iran denke oder wenn ich auch an unsere Programme in Afrika denke, da haben wir jetzt einen viel, viel engeren Draht und einen permanenten Austausch. Früher bekamen wir Leserbriefe. Also da ist es jetzt natürlich ganz was anderes, ein Programm zu gestalten, wo wir täglich genau wissen, was bewegt denn die Menschen, für die wir das Programm machen, wo wir auch Elemente integrieren können in unser Programm, die direkt kommen, Videos, Audios von den Leuten, für die wir das Programm machen. Und insofern ist das natürlich für uns ein riesengroßer Wert. Und auch noch ein riesengroßer Wert, da ist jetzt noch nicht drüber gesprochen worden, wenn man auf die analytische Seite guckt und sich mal anschaut, was ist denn der Journalismus auf Social Media, der Erfolg hat? Ja, dann darf ich nämlich glücklicherweise wieder auf mein Thema des konstruktiven und lösungsorientierten Journalismus kommen. Denn wir sehen ganz klar an so Metriken wie Watchtime, aber auch wenn wir in eine Sentimentanalyse, also in eine Analyse dessen einsteigen, was die Leute so kommentieren, dann haben wir bei Videos beispielsweise auf DW News, die eben lösungsorientiert sind, neben dem Problem eben auch auf mögliche positive Entwicklungen oder Lösungsansätze schauen, eine viel längere Watchtime. Die Leute finden das wahnsinnig spannend. Sie kommentieren konstruktiv. Wir haben weniger Hate Speech darunter. Wir haben mehr Frauen, die sich an Debatten beteiligen. Und insofern sehr, sehr viele Effekte, auf die wir natürlich sehr gut schauen und die für uns auch ganz wichtig sind, weil sie auf unsere Strategie einzahlen, möglichst viele Menschen eben zu erreichen und positiv beizutragen zu gesellschaftlichen, demokratischen Entwicklungen. Im besten Fall. Also sehen wir durchaus schon eine Verzahnung zwischen Journalismus und Social Media. Ich würde sehr gerne über den konstruktiven Journalismus eine Frage aus dem Publikum einbringen an Sie, Frau Heinrichs, zur Forderung Lösungsorientierung an den Journalismus. Ist es keine Überforderung von JournalistInnen? Verlangt man von ihnen damit nicht, den Job zu machen, den eigentlich PolitikerInnen, UnternehmerInnen und WissenschaftlerInnen haben? Ja, das ist eine Frage, die zusammenhängt auch mit der Frage, die oft gestellt wird, haben JournalistInnen denn überhaupt Zeit für sowas? Ja, und da kann ich nur sagen, oftmals in unser aller Leben ist weniger mehr. Und ich habe gerade ja auch ausgeführt, wie sehr Menschen lösungsorientierte Beiträge tatsächlich gerne konsumieren und wie lange sie sich damit beschäftigen. Und insofern zum Zeitaspekt. Ich glaube, niemand von uns hat jemals eine Beschwerde dafür bekommen, dass ein Artikel auf der Website fehlt. Ja, dass wir statt 300 nur 299 pro Tag produziert haben. Und da kann ich wirklich nur auch appellieren, die Zeit zu investieren. Und ist das eine Überforderung? Ich meine, nein. Es ist ganz klar journalistische Aufgabe, ein Thema sozusagen rund zu machen, zu Ende zu erzählen. Und da gehört eben oft zu der Darstellung problematischer Zustände auch ein Überlegen, wer tut denn schon was dagegen? Und vor allen Dingen auch im nächsten Schritt ein Konfrontieren von Entscheidenden, Mächtigen mit potenziellen Lösungen, die Journalistinnen und Journalisten ausgegraben haben. Das Umsetzen ist dann tatsächlich nicht mehr Aufgabe von Journalismus. Das Umsetzen ist Aufgabe meistens von Politik oder Gesellschaft. Und da aber wieder einen kritischen Blick drauf zu haben und zu sagen, aha, nun liegen doch Lösungen auf dem Tisch, warum passiert denn nichts? Und sozusagen das Rad wieder vorne zu drehen, das wäre dann wieder Aufgabe von Journalismus. Also Sie sehen es definitiv als genuine Aufgabe. Natürlich. Einmal an, dann richte ich noch ganz schnell eine zweite Frage, die gekommen ist aus dem
Publikum. Warum ist das Thema konstruktiver Journalismus für den Fokus Journalismus und Social Media besonders wichtig und übersieht nicht die Idee des konstruktiven Journalismus, dass in der Demokratie die Meinungsbildung über Auseinandersetzung, über Streit läuft, aus gutem Grunde? Ja, also es ist überhaupt nichts gegen Streit zu sagen und auch nichts gegen Auseinandersetzungen und gegen unterschiedliche Perspektiven. Es ist etwas dagegen zu sagen, wenn Journalismus Streit zusätzlich befeuert und polarisiert und beispielsweise dahin geht, Panels zu besetzen nach möglichst großer Disparität in Meinungen. Und Menschen das Gefühl vermittelt, es gibt nur zwei Meinungen, es gibt nur entweder oder, es gibt nur dafür und dagegen und es gibt nicht ein möglicherweise vielleicht oder auch ein sowohl als auch. Das sozusagen in der Annahme, dass viel Streit, wenn es richtig kracht, es auch möglichst erfolgreich ist. Und in meiner Wahrnehmung ändert sich da gerade ganz viel in der Gesellschaft. Die Menschen sind es auch ein Stück weit leid. Ja, immer diesen Streit, Menschen, die sich am besten noch anschreien in Talkshows. Das ist total ermüdend und bringt niemandem diesen Mehrwert, den wir doch eigentlich erzeugen wollen. Und insofern Streit unbedingt. Die Zeit, ein sehr in meinen Augen doch konstruktives Medium, hat ein Ressort, das heißt Streit. Da bin ich dafür. Aber die Art und Weise, wie wir streiten, da finde ich, können Journalistinnen und Journalisten noch mehr Konstruktives beitragen. Vielen Dank, Frau Heinrichs. Dann würde ich ganz gerne eine nächste Frage richten. Ich freue mich sehr über das aktive Publikum an Frau Diekmann. Ein Zuschauer findet, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu wenig Community-Management betreibt, unter anderem auf Twitter. Finden Sie, dass da etwas dran ist und wie sehen es die anderen für ihre jeweiligen Medien? Tun die in Sachen Community Management, was sie tun können und sollten? Das ist eine sehr interessante Frage, allerdings an die falsche Person. Ich bin Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Das heißt, ich bekomme das Community Management nicht so richtig mit. Das wäre nicht seriös, wenn ich darauf jetzt antworte. Und ich bin auch nicht Unternehmenssprecherin des ZDF. Also muss ich leider sagen, dass ich dazu nichts sagen kann. Vielen Dank. Dann gebe ich das einmal weiter an Herrn Fiedler. Also Community Management spielt eine wichtige Rolle bei uns im Newsroom. Ich habe mir das mal von unseren Social-Experten rausgefunden lassen. Wir kriegen pro Woche ungefähr 14.000 Kommentare bei Facebook. Facebook ist nach wie vor für uns noch das wichtigste Medium im Sinne von also Interaktion bzw. Kommentierung. Danach kommt Twitter. Instagram wird immer wichtiger. Instagram ist aber auch nochmal eine besondere Geschichte aus meiner Sicht. Auch nochmal zu beleuchten wäre im Hinblick auf das, was Frau Heinrichs eben gesagt hat. Also im Prinzip die Dinge positiv darzustellen und jeder News oder jedem Foto einen positiven Spin zu geben, ist ja etwas, was man bei Instagram sehr, sehr stark sieht, was dort ja auch sehr erfolgreich ist. Ich bin allerdings der Meinung, dass nicht schon jeder positive Facebook-Post auch konstruktiver Journalismus ist. Also nochmal zurück zum Community Management. Ich glaube, dass wir da noch ausbaufähig sind. Von diesen Kommentaren versuchen wir, von diesen eben genannten 14.000 Kommentaren, versuchen wir auch einige zu beantworten. Wir müssen auch von diesen Kommentaren insgesamt wöchentlich 1.500 bis 2.000 ablehnen. Manche stellen wir auch, verbergen wir auch, um dort dann weiterführende Debatten nicht zuzulassen. Also das Thema Community Management hat bei uns noch zwei Seiten. Zum einen ist es wirklich dieses Moderieren von Posts, die über Social bei uns reingehen. Viele von denen leider immer auch noch in einem negativen Kontext oder in einem Kontext, in dem wir uns immer fragen müssen, was machen wir damit? Lassen wir das zu, lassen wir es nicht zu? Aber ich glaube, insgesamt wird das Thema Community und Community Management eines sein, das in den nächsten Jahren nochmal an Wichtigkeit gewinnen wird. Ganz klar. Ich sage es mal so, dass ich glaube, im Umgang also klassischer Medien mit Social zunehmend auch diese Chancenorientiertheit eine Rolle spielt. In der ersten Zeit war es eher so die Empfindung, da ist eine neue Konkurrenz, die entsteht, da entsteht was Bedrohliches. In diesem Kontext natürlich auch immer dieses Thema Hate Speech und Angriffe. Das haben wir in der Konferenz eben ja auch sehr eindrucksvoll gehört. Und das sehe ich auch weiterhin als ein Thema und als ein Problem. Und das betrifft auch uns, das betrifft auch die regionalen Medien.
in der Ausprägung vielleicht nicht so stark wie, wie jetzt, ich sag mal, in öffentlich-rechtlichen überregionalen Sender. Aber ich glaube, dass es schon in den nächsten Jahren darum geht, Social eben auch im regionalen Bereich konstruktiv zu nutzen. Und dazu gehört halt der Aspekt Community. Und über die Social-Kanäle sind wir in der Lage, neue Communities auch in der Region zu bespielen und aufzubauen. Ja, wunderbar. Dann würde ich ganz gerne das Stichwort massenhaftes Feedback nochmals aufnehmen. 14.000 Kommentare bei Facebook, das ist natürlich eine ganze Menge, wo man sich durchwühlen muss, wofür man auch entsprechend die Ressourcen bereitstellen muss. Wie macht man das denn als Freier, Herr Kasim? Wie arbeiten Sie sich durch die Rückmeldung? Haben Sie auch so viele? Wie machen Sie das denn ganz konkret und wie entscheiden Sie mit Blick auf begrenzte Ressourcen, was Sie sich anschauen, was Sie zu Ende lesen und was Sie vielleicht in Ihre eigene journalistische Arbeit mit aufnehmen? Ja, also ich überfliege das alles. Es ist teilweise gar nicht möglich. Also es sind teilweise auch tausende Kommentare, die ich bekomme. Gerade wenn man etwas schreibt zu einem Thema, das, um ein neudeutsches Wort zu verwenden, triggert, also was die Leute irgendwie aufregt, ja, sei es Geflüchtete, sei es irgendwie Integration, Islam, also die klassischen Themen, dann bekommt man schnell einige tausend Rückmeldungen. Das kann ich gar nicht lesen. Ich überfliege es dann teilweise. Vieles ist Beschimpfung, vieles ist Pöbelei. Aber es fällt einem dann was auf, wenn da mal irgendwie was ist, wo man denkt, ach, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den greife ich dann auf und antworte auch dann möglichst. Aber man kann gar nicht alles lesen und ich gebe auch zu, vieles davon ist auch einfach nach meiner Lust. Also ich habe manchmal auch überhaupt gar keine Lust, mir das alles anzuschauen, wenn man da so beschimpft wird und wenn man da nur Pöbeleien hat. Deswegen bin ich auch ein bisschen erschrocken, als Herr Fiedler gerade sagte, dieses Thema Community würde jetzt mehr Wichtigkeit bekommen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, denn das Schlimme ist ja, und ich weiß, dass ich da jetzt Ärger bekomme von meinen Kolleginnen und Kollegen in den ganzen Social-Media-Redaktionen unterschiedlicher Medien, die machen da wirklich tolle Arbeit. Ja? Die moderieren das, die löschen da Sachen, weisen auf irgendwelche Netiquetten hin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn unter einem Artikel, ich lese auch zum Beispiel die Kommentare unter meinen Artikeln, sei es jetzt bei Zeit Online oder auch bei Spiegel Online früher, die lese ich nicht. Denn wenn da 1000 Kommentare sind und unter diesen 1000 Kommentaren ist einer, der irgendwie halbwegs einen klugen Gedanken hat und alles andere ist eigentlich nur, dass die Leute sich gegenseitig beschimpfen. Die kriegen sich da ja gegenseitig in die Haare, beschimpfen sich. Spätestens beim 7. oder 8. Kommentar kommt Hitler ins Spiel und die Nazizeit, egal bei welchem Thema, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Dann habe ich weder die Zeit noch die Lust, mir das durchzulesen. Das heißt, ich habe irgendwann mal beschlossen, ich lese das alles nicht. Wenn es so wichtig ist und relevant, dass es beachtet werden muss, dann erreicht es mich schon auf anderem Wege. Dann wird er mich schon anschreiben per E-Mail oder dann wird mich schon jemand von den Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen. Ich selber habe weder Zeit noch Lust. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das möchte ich nur abschließend vielleicht sagen. Ich glaube, es ist so entstanden in Zeiten von Netz und so, dass jede Stimme wichtig ist und dass auch Minderheiten gehört werden müssen, was ich ja grundsätzlich gut finde. Minderheiten stimmen, dass die hörbar werden. Aber es ist so entstanden, diese Idee, jede Meinung ist gleichberechtigt. Und das ist nicht so. Es ist nicht jede Meinung gleichberechtigt, sondern eine fundierte, gebildete, gut formulierte Meinung, die durchdacht ist, wo jemand von etwas spricht oder einfach eine kluge Frage stellt, obwohl er vom Thema vielleicht keine Ahnung hat, aber wirklich nachgedacht hat und eine kluge Frage stellt, ist viel wichtiger als irgendwas Hingerotztes, wo jemand rumpöbelt. Das ist nicht alles gleichberechtigt. Und deswegen gehe ich auch nicht auf alles gleichberechtigt ein. Ich würde mir, wenn man schon von Moderieren spricht, auch wünschen, dass man das irgendwie gewichtet. Mein Traum wäre es, dass es gibt, glaube ich, eine Zeitung in Norwegen, dass man überhaupt sowieso nur erst kommentieren kann unter einem Artikel, wenn man 3 Fragen beantwortet hat zum Inhalt des Artikels. Dass also man vorher beweisen muss, dass man den Artikel gelesen und verstanden hat. Und dann erst darf man kommentieren. Das wäre mein Traum. Wenn ich was zu sagen hätte in einer Redaktion, ich würde das sofort durchsetzen. Das ist natürlich eine smarte Idee. Vielen Dank für diesen Einblick. Herr Fiedler, möchten Sie vielleicht kurz noch direkt reagieren? Ja, würde ich gerne. Wenn ich eben von Community Management gesprochen habe, dann meinte ich damit natürlich nicht das Abmoderieren von Hate Speech oder von Hatings und Hate Posts. Also auch da ist es so, dass sich, glaube ich, Redaktionen mittlerweile so eingestellt haben darauf, dass Dinge zum Teil auch automatisiert gemacht werden. Ne? Also wir haben natürlich Möglichkeiten, mit bestimmten Tools schon mal vorzusortieren und zu schauen, dass in Kommentaren, in denen entsprechende Schlagwörter auftauchen,
dass wir da die dann auch sofort nicht sichtbar stellen oder eben auch löschen zum Teil. Aber ich denke, dass eben auf der anderen Seite, da sind wir wieder beim Thema Constructive Journalism, die konstruktiven Möglichkeiten, die entstehen durch Social, in den letzten Jahren nicht so im Vordergrund gestanden haben, sondern immer eher dieses Hate-Thema oder dieses Angriffsthema oder dieses Bedrohungsszenario, das klassische Medien in den sozialen Medien wahrgenommen haben. Und jetzt auch nochmal wiederum auf den regionalen, lokalen Bereich bezogen und auch auf die Ausgangssituation, in der regionale Medienhäuser sind, glaube ich, müssen wir uns schon damit auseinandersetzen, wie wir künftig auch eine Grundversorgung von Informationen im Bereich Region, lokal sicherstellen. Wir haben als Stadtanzeiger überall noch Redaktionen draußen, aber die werden jetzt auch nicht mehr. Und die Mitarbeiter werden auch nicht automatisch mehr. Deswegen finde ich, ist schon unsere Aufgabe als ein Medienhaus, die Möglichkeiten, die wir haben, Communities zu erreichen, über die sozialen Netzwerke in der Region auszuloten und das zu forcieren in den nächsten Jahren. Vielen Dank für diese kurze Antwort, Frau Diekmann. Mhm. Ja, super, danke schön. Ich wollte mich noch einmal auf Herrn Fiedler beziehen, weil das ganz wichtig war, was er vor Hasnain gesagt hat, der auch sehr viele wichtige Sachen gesagt hat. Aber ich würde dir in einem Punkt widersprechen, und zwar sehr vehement, so vehement, wie du eben dafür plädiert hast, das Community Management nicht so hoch zu hängen, würde ich sagen, doch noch höher, und zwar so hoch, wie es geht, und zwar differenziert. Wir sehen das immer noch, mir sind die Gründe völlig klar. Es ist das Geld, wie so oft, dass fürs Community Management studentische Hilfskräfte zuständig sind. Das ist, ich habe das eingangs ja erwähnt, ich war lange studentische Hilfskraft bei tagesschau.de. Da gab es den Mob in dieser Form, wie wir ihn heute haben, wie wir ihn heute am Hals haben. Das eint ja Hasnain und mich. Wir haben eine große Fan-Community, allerdings nicht im positiven Sinne in den sozialen Netzwerken. Der war da noch nicht so, der hatte sich noch nicht so professionalisiert, sagen wir es mal so wie jetzt. Da war das schon sehr, sehr anstrengend, Diskussionen zu moderieren. Das ist ja nicht besser geworden, sondern schlimmer in der letzten Zeit, in den vergangenen Jahren, spätestens mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Auch aus diesem Grunde, vor allem aber, weil man ja auch konstruktiv dieses Tool nutzen kann und auch muss. Ich halte ja Social Media trotz allem für ein Riesengeschenk. Glaube ich fest daran, dass es notwendig ist, redaktionell ausgebildete, journalistisch ausgebildete Leute das Community Management übernehmen zu lassen. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie man das finanzieren soll. Da kann ich leider mit keiner Antwort dienen, aber das ist eine Chance. Das ist eine Riesenchance, die Redaktion Inhalte nach außen zu vertreten und umgekehrt Inhalte eben auch nach innen zu holen, tatsächlich. Dass da ein Raum entsteht, in dem Journalismus auch entsteht, wo auch immer der dann hingeht, ob das dann in die, ich nenne es mal Stammredaktion, weiterzieht, je nach Thema, je nach Relevanz. Ja, aber ich glaube, diese Denke, wir haben da Leute, die wehren vor allem das Negative ab. Die versuchen halt wirklich, das hier sauber zu halten. Die greift zu kurz. Da müssen Leute sitzen, die das auch wirklich tatsächlich in was Gutes, in was Konstruktives umwandeln und die auch einer Redaktion helfen. Das ist total wichtig, zu sehen, was da gerade auf uns einprasselt im Zweifel. Ist das orchestriert? Folgt das einer Agenda? Oder findet da tatsächlich eine fundierte, von mir aus auch harte, kritische Auseinandersetzung mit unserer Arbeit statt. Herr Fiedler, Sie haben das ja eben auch an diesem Beispiel schon mal genannt, die wir aufgreifen können und die uns auch intern weiterbringen kann. Darf ich ganz kurz direkt darauf antworten? Entschuldigung, dass ich da etwas dazwischengrätsche. Ja, bitte. Also ich glaube, wir sind da total beieinander. Nein, ich glaube auch, dass das Management und das Moderieren und das Arbeiten mit der Community, dass das wichtiger werden muss, dass man da auch Geld investieren muss. Auch ich habe da keine Lösung, wie das finanziert werden soll. Aber das ist, da sind wir, glaube ich, das ist klar. Mir graut nur vor dem Gedanken, dass
Community, so wie sie jetzt ist, dass wir der einfach mehr Raum geben, dass wir der mehr Bedeutung schenken, weil das einfach teilweise wirklich nur ein Frustabbau ist. Ich habe das Gefühl, die Leute sitzen da, weil sie sonst niemanden haben, mit dem sie reden können. Dann sitzen sie da und jetzt haben sie endlich die Möglichkeit, ihre Meinung kundzutun und bekommen dann 5 Likes und fühlen sich dann ganz wichtig. Das ist ja auch in Ordnung, hat ja eine Funktion, aber das kann nicht meine Aufgabe als Journalist sein, mich mit denen jetzt zu befassen und da irgendwie sozusagen Gesprächstherapie anzubieten. In jeder Hinsicht geht es hier um Ressourcen. Shamjaf, bitteschön, Sie haben sich auch nochmals gemeldet zu der Thematik. Ja, ich verstehe die Frustration der Kolleginnen sehr. Meine Arbeit ist ein bisschen anders. Also wenn ich über Community spreche oder Community Management, ist für mich etwas, was ich ja neben meiner veröffentlichenden Tätigkeit genau mache. Ich übernehme das ja genauso im selben Schritt. Und ich gebe da Frau Diekmann da sehr recht. Also die Reaktion darauf, was man veröffentlicht, ist nicht nur für die eigene Qualitätssicherung des eigenen Artikels, der eigenen Arbeit wichtig, sondern sie ist auch wichtig, dass die Zuhörerinnenschaft, die Leserinnenschaft, dass die Zuschauerinnenschaft, dass die sich alle wirklich wahrgenommen fühlen. Es ist ein Problem, dass ich hin und wieder bemerke, dass sehr viele Menschen sich irgendwie gar nicht so richtig abgeholt fühlen von den Themen, die eben etablierte Medien setzen oder manchmal in den Talkshows besprochen werden. Und sehr oft ist es eben so, dass sich dann denken, ja, wieso reden wir aber nicht über das, über hier oder das? Und vielleicht verstecken sich ja genau diese Anregungen, diese Impulse in diesen Kommentaren. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man dann Tausende von Kommentaren hat und die meisten sind irgendwelche Pöbeleien, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann auch zum Selbstschutz aufhören, sie zu lesen. Aber dann denke ich, sollte man diese Verantwortung, wie Herr Fieler das gesagt hat und wie Frau Diekmann das gesagt hat, vielleicht irgendwo an einer anderen Stelle ansetzen und sagen, jemand übernimmt das dann vielleicht für Herrn Kasim und sagt so, ja, hier 80% waren vielleicht Kommentare, die Sie vielleicht nicht lesen sollten, aber hier sind vielleicht interessante Impulse, vielleicht könnten Sie darauf eingehen oder vielleicht ist das für Ihre zukünftige Arbeit interessant. Ich glaube, so könnte vielleicht ein etwas fruchtvollerer Umgang mit Community entstehen. Wunderbar, danke nochmals für diesen Einblick, wie man Community auch begreifen kann. Ich sehe natürlich trotzdem die Herausforderung der Ressourcenfrage, die sich da in jeder Hinsicht stellt, aber auch das ist eine Entscheider-EntscheiderInnen-Angelegenheit. Ich nehme gerne so ein bisschen Drive nochmal in eine ähnliche Richtung. Frau Diekmann, Sie sagten, Inhalte können über Social Media nach außen getragen werden, aber man kann auch Social Media nutzen, um Inhalte zu generieren und nach innen zu holen. Social Media ermöglicht ja auch durchaus Zugang zu neuen Zielgruppen. Stichwort Informationsmüdigkeit, Stichwort Informationsüberdruss. Es gibt ja dieses wunderbare Forschungsprojekt mit dem Titel Use the News, Nachrichtennutzung und Nachrichtenkompetenz im digitalen Zeitalter. Sie kennen es bestimmt. Das untersucht unter anderem den Nachrichtenkonsum junger Menschen, also dem Nachwuchs, die wir doch auch gerne für Informationen und für eine plurale Debatte begeistern möchten. Die Studie stellt dann aber fest, dass News-Müdigkeit und News-Vermeidung um sich greifen und dass das allgemeine Level an Informiertheit sinkt. Frau Heinrichs, wie kommt es denn zu dieser Dynamik und inwieweit trägt der Journalismus der letzten Jahre hier gegebenenfalls auch eine Mitverantwortung für eine Art Abwendung von Nachrichten, gerade auch bei ganz umfassenden, wichtigen Thematiken wie zum Beispiel Klimazerstörung? Das ist eine Entwicklung, die schon seit Jahren gemessen wird, unter anderem vom Reuters-Institut, das ja jährlich eine Studie rausbringt und schon, ich glaube, 2017 auch darauf hingewiesen hat, dass weltweit, und die Zahlen sind deckungsgleich in Deutschland, ein Drittel der Erwachsenen von sich sagt, ich vermeide absichtlich ab und zu oder oft den Nachrichtenkonsum. Und wenn man dann fragt, warum machst du das, dann ist die Antwort, ich halte es nicht mehr aus. Es bringt mich schlecht drauf. Diese ganz überbordende Negativität, die da in meinen Alltag schwappt, ist mir zu viel. Ich möchte mich einfach schützen und ich fühle mich hilflos, weil permanenter Fluss von Negativität löst ja bei Menschen ganz basal Stress aus. Und wenn wir Menschen unter Stress sind, dann haben wir eigentlich nur noch ein ganz begrenztes Spektrum an Möglichkeiten, Angriff oder Flucht. Die Frau Diekmann und der Hasnain Kasim erleben, glaube ich, sehr, sehr viel Angriff.
Ja, sehr viel Attacke. Es gibt aber auch eben die Abteilung Rückzug. Und das sind die, die wir eben nicht mehr sehen, die nicht mehr einschalten, lesen, kommentieren. Und das ist eine sehr kritische Entwicklung. Es gibt auch eine neue Studie beispielsweise der Universität Bath. Und die hat bei jungen Menschen zum Beispiel herausgefunden, auch wiederum weltweit eine große, große Stichprobe von 10.000 jungen Menschen, die sagen, die Hälfte davon glaubt, die Menschheit ist unrettbar verloren. Und zwar natürlich auch aufgrund von Berichterstattung, die stattfindet. Ist doch klar, die kriegen ja irgendwo ihre Informationen her. Und das ist eine Entwicklung, die können wir natürlich nicht einfach so stehen lassen. Und es geht nicht darum, wie Herr Fiedler gesagt hat, Happy News zu verbreiten und der Wahrheit nicht ins Auge zu blicken. Das kann auf keinen Fall der Weg sein, das wäre nicht Journalismus. Aber es geht schon ein bisschen darum zu gucken, was kann man denn tun, um nicht eben vor allen Dingen die jungen Menschen, auf die es ja ankommt in Zukunft, im Stich zu lassen. Ja? Da hat Journalismus einfach eine sehr, sehr hohe gesellschaftliche Verantwortung. Und ich fürchte, das eine oder andere werden wir tatsächlich verändern müssen. Frau Jeff, da schaue ich mal so ein bisschen in Ihre Richtung. Da müssen wir etwas ändern. Sie tun es aktuell auch bereits schon von der Ausweitung der Kampfzone zur Ausweitung der Diskurszone, könnte man sagen. Wie gelingt es Ihrer Meinung nach, Nachrichtenferne Gruppen und Altersgehorten ganz speziell in sozialen Medien zu erreichen, abzuholen und eben auch zu binden? Was hat sich da aus Ihrer Praxis als sinnvoll erwiesen und das, was funktioniert möglicherweise überhaupt gar nicht? Ja, Sie müssen wissen, ich schreibe jede Woche ca. 10 bis 15 Seiten auf Google Doc Nachrichten. Und da schaue ich mir verschiedene Regionen an, verschiedene Themen an, die sind sehr, sehr komplex. Es sind auch manchmal wirklich Themen wie Genozid, wie also etliche bewaffnete Konflikte, über die ich auch sprechen muss natürlich, weil sie stattfinden. Auf der anderen Seite habe ich die Herausforderung, einmal eben genau diese Menge an Informationen an diese LeserInnen ranzutreten, aber auf eine bestimmte Art und Weise, sodass sie nicht das Gefühl haben, so, das war's jetzt. Ich lese nicht mehr weiter. Es ist mir alles viel zu negativ, es ist mir alles viel zu hoffnungslos und ich versuche, eine aktive Community eben mit guten Fragen bei Laune zu halten, indem ich schnell zum Punkt komme. Das muss man auch bei 15 Seiten Google Doc und so vielen Themen. Indem ich auch eine Prise Ironie ein bisschen mit rein tue, also mit einer gewissen Persönlichkeit über diese bestimmten Themen zu reden, sodass die Menschen das Gefühl haben, das ist jetzt nicht nochmal so eine Art Vorlesung, in die ich hineingehe, wo ich mich beschallen lasse von verschiedenen Informationen, die ich nicht alles kenne, sondern wie gesagt, meine Arbeit verstehe ich eben als Gesprächspartnerin. Und ein konkretes Beispiel ist, dass ich innerhalb des Newsletters eben bestimmte Curious Groups, so nenne ich sie, so neugierige Gruppen starte innerhalb der Community, weil der Newsletter für tiefergehende Diskussionen eigentlich keinen Platz geboten hat. Das Gespräch fand immer nur zwischen mir und der Person statt, die mir eben auf die Ausgabe direkt geantwortet hat. Und das sind oft so Gespräche, die ich so gerne ausdrucken würde, veröffentlichen würde, weil meine LeserInnen zum Glück, da kann ich wirklich von Glück sprechen, das sind so unglaublich respektvolle Menschen, sehr belesen, sehr und haben eine klare, aber sehr flexible Meinung zum aktuellen Zeitgeschehen. Also mit flexibel meine ich, sie sind offen für neue Informationen und betten sie dann auch in ihr Weltbild ein, wenn sie das dann für richtig halten. Und aufgrund dieser Erfahrung habe ich mich dann entschlossen, irgendwann diese Gespräche zu öffnen und eben Gruppen zu bestimmten Themen herzustellen. Das heißt also, unsere letzte Gruppe hat sich beispielsweise mit dem Thema Polizeigewalt und abolitionistischen Bewegungen und Argumenten beschäftigt. Das war so ein komplexes Themenfeld, wo ich gemerkt hatte, ich habe immer wieder dazu Fragen bekommen. Ich sehe auf Social Media, dazu wird sehr viel gesagt, ohne dass man sich mit der Theorie beschäftigt hat, ohne dass man sich wirklich mit diesen Argumenten auseinandergesetzt hat. Und das wollte ich dann eben, ich wollte dafür gerne eine Plattform schaffen, damit man eben gerne das näher beleuchtet und das gemeinsam und nicht eben auf eigene Faust, wo eben Menschen vielleicht mit weniger Medienkompetenz dann auf vielleicht Sachen treten, Accounts treten, die sie vielleicht hätten nicht lesen sollen, einfach für ihre Zeit, für ihr Zeitverständnis so. Aber genau, also solche
solche kleinen Experimente würde ich auch klassischen Medien raten, wenn sie denn die Ressourcen haben. Das ist eine EntscheiderInnenfrage definitiv, dass sie verstehen, dass sie auch ihre Rolle etwas auflockern könnten, also persönlicher werden könnten, sich wirklich auf die Frage konzentrieren, welches Bedürfnis denn wollen wir denn gerne stillen? Also was wollen die Menschen momentan verstehen? Und dann extra wirklich dafür Formate erstellen. Vielen Dank. Ich würde gern einmal die Rückmeldung von Frau Heinrichs hineinnehmen wollen. Bitte. Ja, ich finde einfach, Shamjaf hat da gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Und das würde ich gerne aufgreifen, das mit den kleinen Experimenten. Und wir haben eben Einigkeit, glaube ich, erzielt, dass Community Management sehr wichtig ist. Die Frage ist aber, wo sitzt die Community, was mache ich mit der? Ja, und Sham hat da wirklich einen super Weg gefunden, mit ihrer spezifischen Community zu arbeiten. Und ich kenne eine Redaktion in Dänemark zum Beispiel, die muss auch jeden Tag eine Zeitung volldrucken und auch noch online publizieren. Und die hat sich aber zum Beispiel mal einen Tag mit Laptops hinter die Supermarktkasse gesetzt, weil da eben ihre Community vorbeikam und hat mit den Leuten gesprochen. Also so diesen Gedanken des Journalismus kann auch anders stattfinden, den würde ich wirklich so gerne noch viel weiter verbreitet sehen im Journalismus. Es gibt so viele Dinge, die wir tun können, die auch nicht immer alle total viel Geld kosten. Das ist oft auch, glaube ich, ein bisschen Bequemlichkeit, weil Veränderung ist immer im ersten Moment schwierig, aber es lohnt sich halt sehr, 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 diese Experimente tatsächlich durchzuführen. Man sieht ja durchaus aktuell auch Bestrebungen privater und öffentlich-rechtlicher Medien, durchaus auch, sag mal, out of the box, wie man so schön sagt, kreativer zu denken. Ich denke jetzt beispielsweise auch an Live-Formate, Live-Events, was in dieser Zeit natürlich besonders schwierig ist, aber vielleicht nach der Pandemie wieder ein bisschen mehr wirklich Fuß fassen wird, damit auch das Vertrauen wirklich auf eine Visibilität des Gegenübers beruhen und fußen kann. Ja, auch JournalistInnen sind Menschen und die arbeiten jeden Tag daran, Informationen in die Bevölkerung zu bringen. Aber ich denke auch an solche neuen Entwicklungen wie beispielsweise Twitter Spaces, um nochmal auf das Thema Social Media und Journalismus wirklich fokussiert zu kommen, wo sich unter anderem auch der Deutschlandfunk als öffentlich-rechtlicher tummelt inzwischen und dort auch auf eine ganze interessante, fast intime Art und Weise einen Austausch mit der Community anbietet. Jetzt habe ich das als Aufruf auch von Frau Jeff an die Öffentlich-Rechtlichen, an die Privaten verstanden. Ich spiele das ganz gerne mal an Frau Diekmann. Was denken Sie denn? Stichwort neue Interaktionsformate. Naja, also ich bin natürlich Feuer und Flamme und immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Austausch geht. Das ist ja das große Pfund, das Social Media hat. Da tummeln sich ja nicht nur Leute, die uns sterben sehen wollen, die uns beschimpfen. Das gehört ja tatsächlich zum Alltag dazu, wenn man da aktiv ist. Sondern da sind ja auch Leute, die wirklich gesehen werden möchten. Es ist eine Kluft entstanden in den vergangenen Jahrzehnten zwischen Redaktionen und den Kundinnen und Kunden. So muss man es einfach nennen. Es sind unsere Kundinnen und Kunden. Für die arbeiten wir, für die machen wir das, was wir machen. Und diese Kluft ließe sich auch einfangen oder mindestens verkleinern durch die sozialen Medien. Wären wir denn offen und würden wir denn diejenigen, die tatsächlich mit uns in den Austausch treten wollen, hören, obwohl die anderen, die Minderheit, so laut ist und so brutal? So, das ist das große Plus. Deswegen finde ich grundsätzlich sowas, wie der Deutschlandfunk macht, der eh ganz oft innovativ ist in Sachen Social Media für sich zu nutzen, das ist toll. Aber, jetzt kommt das Aber, man muss dafür Twitter nutzen. Das haben wir alle miteinander verschlafen. Ja? Und ich habe ein Buch darüber geschrieben, wie böse unter anderem Twitter ist. Wie böse zum einen diejenigen sind, die sich da tummeln, zum Teil der Mob. Und wie sehr Twitter, Facebook und andere die auch gewähren lassen. Und zwar nicht nur, weil man so hilflos ist, sondern weil man genau weiß, die generieren das Geld. Da kommt das Geld her. Die sorgen dafür, dass andere, und wenn auch mit offenem Mund vor Entsetzen, wie bei einem Verkehrsunfall, dabei bleiben, zugucken, mitlesen und während dieser Verweilzeit ihre Daten hinterlassen, die es Firmen so einfach wie noch nie seit Menschengedenken machen, Werbung zu platzieren.
Das ist jetzt so, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Wir können noch so begeistert theoretisch über ein europäisches Facebook reden. Das ist Quatsch, der Zug ist abgefahren. Aber das ist der Wermutstropfen in der ganzen Geschichte. Also unterm Strich würde ich sagen, ist super schade, dass wir es auf diesen Plattformen machen müssen. Aber besser als gar nicht. Da stelle ich ganz gerne noch mal eine Rückfrage, Frau Diekmann. In Ihrem Buch Die Shitstorm-Republik schildern Sie ja ganz eindringlich und am konkreten Beispiel, was Social Media mit unserer Gesellschaft macht, was mit der Politik, und spendieren auch ein ganzes Kapitel zu unserem heutigen Thema Journalismus und Social Media. Da ist für mich natürlich auch noch mal die grundsätzliche Frage, inwieweit Sie diese Art und Weise des Willens, des Zuhörens, wie Sie es gerade beschrieben haben, wie sich das tatsächlich in das journalistische Handwerk übersetzen kann in einer Zeit, in der man tatsächlich so stark unter Attacke steht. Den muss man sich bewahren, das ist klar. Aber Sie haben es eben auch schon gesagt und ich kann das bestätigen, Journalistinnen und Journalisten sind auch Menschen. Das heißt, wir, davon gehe ich mal aus, sowieso alle in der Runde, aber auch der allergrößte Teil der journalistisch Tätigen in diesem Lande benehmen uns in den sozialen Medien. Wir wissen, wie man sich zu benehmen hat, wir wissen, wie man Respekt schreibt und wir wissen auch, wie man Respekt lebt. Aber wir kriegen mit, was da los ist, und das lässt uns, weil wir eben Menschen sind, auch nicht unberührt. Und es gibt so eine Verschiebung, ich nenne das mal im Mindset. Wir verkommen zu einer Gesellschaft, die verlernt, den zweiten Satz noch zu lesen, beziehungsweise den zweiten Satz überhaupt noch zuzulassen in einer Diskussion. Jemand stellt eine Behauptung auf, jemand äußert sich zu einer Debatte, jemand anderes ist anderer Meinung, schreibt im ersten Satz, sehe ich anders, argumentiert dann, aber durch dieses unglaubliche Tempo und durch diese unglaubliche Aggressivität, die uns da entgegenschlägt, ändert sich unsere Wahrnehmung und ändert sich der Druck, wie schnell wir etwas verarbeiten, weil wir auch ganz schnell darauf reagieren müssen. Das ist die Erwartungshaltung, in die uns soziale Medien bringen. Das geht eben auch an uns nicht spurlos vorbei. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, dass uns das helfen kann, was da los ist, dass unser Blickwinkel sich weiten kann, dass Argumente nicht nur in Redaktionskonferenzen entstehen, sondern dass Debatten fruchtbar Debatten mit Argumenten, auf die wir, wie wir auch alle in einer Blase leben, sonst überhaupt gar nicht mitbekommen würden im Zweifel. Aber wir unterliegen auch dieser Gefahr. Vielen Dank, Frau Diekmann. Herr Fiedler, wem hören Sie denn, seitdem es soziale Medien gibt, mehr zu als in der Zeit zuvor, damals so ganz ohne Social Media? Was hat sich da verschoben und zu welchen Gunsten aus Ihrer Erfahrung? Ja, wenn man es mal aus der Perspektive, wie hat sich die Arbeit eines Chefredakteurs einer Regionalzeitung in den letzten 15 Jahren vielleicht verändert, dann muss man ja ganz klar sagen, es gibt das Sender-Empfänger-Prinzip nicht mehr. Und es gibt eben nicht mehr die Geisteshaltung bei uns hier in der Redaktion, dass wir nur, ich sage jetzt mal, wie Frau Diekmann es eben gesagt hat, eine redaktionsinterne Debatte führen und der Chefredakteur oder der Politikchef schreibt seinen Leitartikel und sagt dann seinem Leser, friss oder stirb. Also ich glaube, dass dieser ständige und sich jetzt auch nochmal intensivierende Umgang mit sozialen Medien dazu geführt hat, dass es einen sehr starken Perspektivenwechsel gibt in klassischen Redaktionen. Und das möchte ich auch nochmal betonen, all die negativen Punkte, die wir kennen, die sind weiterhin da. Aber ich glaube, Medienhäuser haben mittlerweile halt auch ein Stück weit Routinen und auch Instrumente entwickelt, um mit diesen umzugehen. Ich will nochmal eine Sache hier an der Stelle in Sachen Hate Speech erwähnen. Wenn es bei uns so ist, dass wir wirklich strafrechtlich relevante Postings bekommen, dann haben wir da seit 2019 eine Partnerschaft mit der Landesanstalt für Medien und haben uns dazu verpflichtet, diese Dinge auch anzuzeigen oder öffentlich zu machen. Wir haben Social-Media-Redakteure, Stichwort Professionalisierung auch an der Stelle. Stimmt, Frau Diekmann, ne? Das waren am Anfang Werkstudenten, die sich mit dem Thema Social beschäftigt haben in Newsrooms. Aber ich glaube, dass wir da mittlerweile auch schon einen Schritt weiter sind und
erkannt haben, dass wir uns an dieser Stelle sehr, sehr stark professionalisieren müssen. Und das sind eben heute nicht mehr nur Werkstudenten, sondern auch gut ausgebildete Journalisten, die die entsprechenden Tools kennen, zum Faktenchecken und Nachhaken und Quellen verifizieren etc. Ich glaube, was für uns so als Regionalmedien extrem wichtig ist, ist, dass wir auf dieser Basis uns in den nächsten Monaten, Jahren mit unserer Rolle in den sozialen Medien auseinandersetzen müssen. Also was ist eigentlich die Rolle eines klassischen Mediums und in meinem Fall immer eines klassischen Regionalmediums in den sozialen Medien? Wie heben wir uns ab? Wir haben keine Gatekeeper-Funktion mehr, das ist klar. Aber ich glaube, dass wir dennoch innerhalb der sozialen Medien auch noch eine wichtige Funktion haben, eben auch als erste Anlaufstelle für relevante und seriöse Nachrichten aus der Region. Corona ist das beste Beispiel dafür. In der Corona-Krise, das haben alle überregionalen, aber eben auch insbesondere die regionalen Medienhäuser ja erlebt, gab es ja nochmal eine Rückbesinnung oder einen Zulauf wiederum von den Menschen zu den klassischen Medien, über auch die sozialen Medien natürlich. Also die Angebote werden ja auch über die sozialen Medien distribuiert, weil sie eben die seriöse Quelle gesucht haben für die Informationen vor Ort. Also ne, ganz konkret, was heißt denn jetzt die Corona-Schutzverordnung NRW für mich in Nippes, in Köln-Nippes oder wo auch immer. Und das ist ja, finde ich, ein sehr, sehr positiver Aspekt, den man da besichtigen konnte und den wir auch heute immer noch so erleben. Also das ist jetzt nicht mehr so wie zu Beginn der Corona-Krise, dass es eine wahnsinnige Welle gab zurück zu uns, aber das Niveau hat sich höher stabilisiert als vor der Corona-Krise. Was ich auch glaube, wir hatten eben das Thema, wie schaffen wir es denn auch über Social neue Zielgruppen zu bespielen oder auch insbesondere die Jüngeren zu erreichen. Das ist uns ja hier auch völlig klar, dass wir mit einem Printprodukt keine unter 20-Jährigen mehr erreichen können. Und deswegen auch umso mehr, ne, sind soziale Medien für uns auch ein wichtiger, extrem wichtiger Kanal für die Zukunft. In der direkten Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden, aber eben auch als Distributionskanal. Und um da vielleicht nochmal zwei Beispiele zu nennen, wir haben einen Newsletter aufgesetzt für Köln, Stadt mit K, der richtet sich in seiner ganzen Tonalität an ein deutlich jüngeres Publikum. Der basiert natürlich auch in den Informationen, die wir hier in der Redaktion generieren, aber er ist halt anders aufgebaut, er bespielt andere Bedürfnisse, die wir auch kennen durch Rückkopplung, durch soziale Medien. Und ich kann sagen, dass der relativ erfolgreich ist. Also der wird jeden Tag von 50.000 Menschen in Köln geöffnet und gelesen. Und das sind im Schnitt, das wissen wir eben auch, deutlich Jüngere. Thema Podcast ist auch, glaube ich, in dem Kontext nochmal wichtig. Also wir können die sozialen Medien nutzen, dadurch, dass wir in der Tat, das war die Frage eigentlich, wir hören zu, welche Bedürfnisse da sind, welche Themen relevant sind und welche Form von Information gewünscht ist. Und das findet Niederschlag bei uns in Newsletter-Strategien, in Podcast-Strategien, außerhalb des klassischen Printproduktes. Und das ist, finde ich, eine Entwicklung, die ja auch hoffnungsvoll ist. Ich sehe hier gewisse Parallelen zwischen dem, was Sie hier viele sagen und was Frau Jeff gesagt hat, die Art und Weise, ein bisschen neu einmal Formate anzupacken, in der Formatentwicklung mutiger zu sein, auch in der Ansprache vielleicht ein bisschen nahbarer und mehr auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Das scheint mir wirklich ein Kern auch der Diskussion heute zu sein. Wenn wir interaktivere Formate mit dem Publikum anbieten, dann bekommt man natürlich auch eine ganze Menge Feedback und Rückmeldung und die idealerweise vielleicht sogar einige Anstöße für die eigene Themenfindung. Im Vorgespräch sagten Sie, Herr Fiedler, dass Sie ja auch auf Facebook durchaus an Storyleads drankommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich möchte zu dieser Thematik, wie findet man eigentlich Themen, auch nochmals gerne einen kleinen Schwerpunkt setzen, denn er ist wirklich sehr interessant. Und beginnen möchte ich gerne mit einem Zitat, und zwar einem Zitat von Jürgen Habermas. Er hat in einem neueren Aufsatz mit dem Titel »Überlegungen und Hypothesen zu einem erneuten Strukturwandel der politischen Öffentlichkeit« diesen aufrüttelnden Satz geschrieben. »Ein demokratisches System nimmt im Ganzen Schaden, wenn die Infrastruktur der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit der Bürger nicht mehr auf die relevanten und entscheidungsbedürftigen Themen lenken und die Ausbildung konkurrierender öffentlicher
und das heißt qualitativ gefilterter Meinungen nicht mehr gewährleisten kann. Diese Qualitätsfilterung, die sieht er durchaus beim Qualitätsjournalismus, der ja Orientierung vermitteln kann und der auch Verantwortung übernehmen kann für einen qualitätsvollen und ich sag mal geordneten Debattenraum, in dem wirklich die relevanten Fragen der Bevölkerung im Mittelpunkt stehen. Frau Diekmann, im Vorgespräch, da sprachen Sie von journalistisch verpassten Themen. Unter anderem große Themen wie Mindestlohn, Klimapolitik, Rentenkonzepte, die seien ein wenig aus dem Blick geraten. Weshalb ist das so und wie ließe sich aus Ihrer Erfahrung nach Social Media produktiv für so eine Art Rückbesinnung auf diese zentralen, bevölkerungszentrierten Themen einsetzen? Das war ja konkret im Vorgespräch der Zeitraum, den ich da meinte, der Wahlkampf, der Bundestagswahlkampf vergangenes Jahr. Und um Ihre Frage mal aus der entgegenkommenden Richtung zu beantworten, manchmal muss man Social Media auch mal ein Stück weit ignorieren als Redaktion. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe hier nicht vor, noch nachträglich Wahlkampf zu machen für Armin Laschet, hätte auch wenig Sinn. Aber die Frage ist natürlich, wie groß steigt man darauf ein, dass ein Kanzlerkandidat im falschen Moment lacht? Keine Frage, hat er. Auch keine Frage, sowas darf nicht passieren. Und man muss das medial auch behandeln. Man muss sich fragen, ist jemand, der angesichts einer Flutkatastrophe mit vielen, vielen Toten, einer Katastrophe, die auch noch mal Nahrung bietet für die Klimadebatte, die die Union, auch wenn sie anderes behauptet hat, dann im Wahlkampf, vor allem ab diesem Moment, jahrelang sträflich vernachlässigt hat. Aber es muss dann auch irgendwann mal gut sein. Es ist einfacher, ist keine Frage. Es bindet nicht so viele Ressourcen. Es ist nicht so rechercheintensiv, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und es generiert unglaubliche Aufmerksamkeit. Es generiert Klicks, es generiert Zahlen, weil das ein Thema ist, über das sich alle Leute unterhalten. Und ich würde das nicht für jedes Thema sagen, aber zu diesem Thema, zu dieser Episode kann sich auch jeder eine fundierte Meinung bilden. Das ist ja nicht so schwer. Das ist ja nicht so komplex, was da passiert ist. Darüber haben wir aber tatsächlich so wichtige Fragen verpasst. Wie, mit welchen Rentenkonzepten gehen die Parteien eigentlich in diesen Wahlkampf? Gehen sie überhaupt mit einem Rentenkonzept in den Wahlkampf? Was sind die, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, zynischerweise ist das ja so, was wollen die Parteien eigentlich dem Hass im Netz entgegensetzen? Was findet sich da in dem Wahlprogramm? Wie haben sich die Parteien in den vergangenen Jahren da positioniert? Wie genau will man dem Klimawandel begegnen? Wie dröseln wir diese Frage auf? Soziale Frage, Klimawandel, CO2-Preis, diese Spritpreisdebatte ist da ein super Beispiel für. Und da nochmal ist es eben auch wichtig, ausgewogen zu monitoren. Ja? Diese Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, kamen auch in den sozialen Netzwerken hoch. Und das waren nicht die, ich kann das ja nur aus meiner Perspektive vor allem beobachten, so viel Zeit habe ich dann doch noch, als öffentlich-rechtliche Journalistin, sind es die üblichen GEZ-Schreier, denen man auch ein Gänseblümchen posten kann und die mit GEZ darauf reagieren, die einfach nur Druck ablassen wollen, ja? Oder ist es tatsächlich, haben die einen Punkt? Und ist das der Moment, wo wir tatsächlich auch noch mal in uns gehen und sagen müssen, Leute, jetzt zum fünften Mal das Foto von Armin Laschet, wie er da die Zunge rausstreckt, während vor ihm der Bundespräsident spricht mit Betroffenen, die alles verloren haben, im Zweifel auch Freunde, Verwandte, Angehörige. Vielleicht sollten wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und statt darüber zu klagen, dass dieser Wahlkampf so wenig Inhalte hat, selber Inhalte setzen. Also mehr hin zu einer aktiveren Betrachtung und nicht das, was eigentlich im Titel der heutigen Veranstaltung steht, nämlich das sich treiben lassen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch interessante Informationen über Social Media bekommen und auch wirklich Story-Leads erhalten. Denke aber trotzdem nochmals gerne laut mit Ihnen gemeinsam nach. Es gibt ein ganz aktuelles Beispiel. Der Tennisspieler Novak Djokovic wird gerade einmal in den Medien via Breaking News herumgereicht. Er ist bei seiner Einreise in Australien aufgrund von Covid an der Grenze sozusagen hängen geblieben.
Und auf der anderen Seite befinden sich in den Hotels in unmittelbarer Nähe Geflüchtete in Auffangzentren seit teils über 9 Jahren, was eher kein Breaking News ist. Zumindest erfährt man in deutschsprachigen Medien herzlich wenig über diese Zustände. Frau Jaff, worauf führen Sie diese große Diskrepanz zwischen wirklich dem Relevanzempfinden der Bevölkerung? Wir hatten gerade die Themen Klima, Arbeit, Gerechtigkeit, bezahlbares Wohnen etc. Worauf führen Sie diese Diskrepanz des Relevanzempfindens zurück in Bezug auf das, was in Redaktionen ein Nachrichtenwert ist, was wirklich Breaking News ist? Ja, ich finde das eine, ich glaube, es ist für mich eine super interessante Frage, denn es ist nämlich so, dass es gibt komplexe Themen, die eben über verschiedene Jahrzehnte stattfinden. Es gibt Themen, die jetzt nicht immer einen Eskalationsmoment haben, die einen Nachrichtenwert anbieten können. Das heißt also, es passiert bei Themenkomplexen wie zum Beispiel Rassismus, bei Klimawandel. Das sind Themen, die eher über einen längeren Zeitraum stattfinden und über die wir eigentlich erst in einigen Jahrzehnten vielleicht so eine Art Eskalationsmoment haben oder so einen Nachrichtenwert haben, wo wir sagen können, das hat sich verschlechtert, das hat sich verbessert oder wenn es überhaupt irgendwelche Fortschritte in diesen Themenkomplexen gibt. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir diese Herausforderung im Storytelling, glaube ich, auch einfach ein bisschen besser bewältigen müssen, indem wir also so ein Kanzlerkandidat, der dann zum ungünstigen Zeitpunkt lacht, ist ein Eskalationsmoment, der sehr viel Emotionalität abverlangt. Natürlich funktioniert das sehr, sehr gut auf so Plattformen, wo eben mit Emotionalität auch gehandelt wird, mit Aufmerksamkeit gehandelt wird. Aber ein Thema wie zum Beispiel, jetzt haben wir in Folge noch einmal ein sehr heißes Jahr oder wir haben wieder irgendwelche rechtsterroristische motivierte Anschläge hier oder dass wir immer wieder darauf hinweisen müssen, dass der Rechtsextremismus eine unglaublich große Gefahr für dieses Land darstellt. Da ist immer nicht so eine Neuwertigkeit in der Nachricht drin, sodass die Leute dann sagen so, ich horche mal auf. Und sehr oft ist es ja so, dass wir eigentlich eher mit so trainiert worden sind, dass wir sagen, wir hören den neuen Nachrichten zu und alles, was sich jetzt die ganze Zeit schon abspielt, schon die ganze Zeit ein Problem darstellt, da sind wir so, ja gut, das gehört halt dazu. Und ich glaube, das ist einerseits auch unsere Aufgabe als JournalistInnen, da im Storytelling ein bisschen bessere Tipps und Tricks zu lernen, wie wir eben solche größeren Themenkomplexe nochmal aufbröseln können, wie wir Nachrichtenwert einfach auch selber so ein bisschen generieren können und nicht uns treiben lassen von, ja, was wird jetzt besser ziehen, dieses Bild oder dieses Video von irgendeiner Katastrophe, die wir dann zeigen, oder wie können wir das einbetten in mehr Kontextualisierung, in mehr Tiefschichtigkeit? Social Media also auf eine Art und Weise als Katalysator für das Abklopfen von Nachrichtenwerten, was ist eigentlich in einer 24 Stunden am Tag sich bewegenden Social Media Sphäre noch wirklich neu und was nicht? Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, aber es ist so, dass Social Media gleichzeitig auch natürlich ein Konfliktkatalysator ist. Wir hörten bei einer Rückfrage aus dem Publikum, dass natürlich Konflikt die Grundlage ist, das Aushandeln von Argumenten und dann das gemeinsame Finden des besseren Arguments. Und auch hier habe ich noch mal ein schönes Zitat, denn wo Kommunikation ist, da ist nicht nur Kooperation, sondern eben auch Konfrontation. Das Zitat stammt vom Tübinger Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen. Er beschreibt, dass es gerade wegen Twitter einen permanenten Zusammenstoß, eine Dauerkollision der verschiedenen Lager und Milieus gäbe. Jetzt kann ja Konflikt durchaus positiv wie negativ sein. Welche Rolle spielen eigentlich JournalistInnen in diesem Prozess, ganz speziell auf Social Media? Sollen sie auf Social Media diese Konflikte eher nur beschreiben, quasi so eine Art Stenograf des Zeitgeschehens? Sollen sie selbst Haltung zeigen oder absolute Neutralität bewahren? Sollen sie Spannungen entgegenwirken oder selbst vielleicht aktiv Spannung erzeugen? Herr Kasim, Sie wünschen sich, so sagten Sie im Vorgespräch, manche Spaltung ganz gerne? Ja,
In der Tat, weil ich glaube, dass für ein zivilisiertes Miteinander, zu einem zivilisierten Miteinander gehören bestimmte Grenzen, ja, die man einhalten muss. Und ich weiß, wenn ich das erzähle, dann klinge ich immer wie so ein pensionierter Oberstudienrat, der sagt, wir brauchen wieder mehr Moral und Anstand. Aber die Wahrheit ist, wir brauchen wieder mehr Moral und Anstand. Also es gibt bestimmte Dinge, die gehen nicht. Ich kann verstehen, was Frau Ellen Heinrichs eingangs in ihrem Vortrag sagte, dass wir auch Mediatoren sein sollen. Also ich verstehe ihren Punkt, glaube aber nicht, dass das oft zutrifft. Also es gibt so viele Konflikte mittlerweile, wo es keine Mediation gibt oder wo eine Mediation einfach auch nicht möglich ist und ehrlich gesagt auch nicht wünschenswert ist. Also mein Berichterstattungsgebiet und meine Themen sind beispielsweise jetzt Taliban in Afghanistan. Ja? Was will ich denn da an Mediation? Was möchte ich da an Ausgleich? Alles, was man versucht, in diese Richtung würde so klingen, als würde man versuchen, das jetzt schön zu reden. So schlimm ist es ja doch gar nicht und so weiter. Und auch diese Niederlage des Westens und der Weltgemeinschaft zu akzeptabel zu machen, naja, dann ist es halt so. Die Afghanen wollen es ja nicht anders. Das stimmt aber nicht. Es ist ein Konflikt, der nach wie vor eine Katastrophe für die meisten Menschen dort ist. Natürlich gibt es eine große, gar nicht mal so kleine Gruppe, die Taliban unterstützt, aber so, also da ist es zum Beispiel nicht möglich. Und das Gleiche, ich meine, ich will jetzt nicht die Taliban vergleichen mit Extremisten, die jetzt in Sachsen unterwegs sind, aber nichtsdestotrotz haben wir auch dort Konflikte, wo man sagen muss, es kommt, ich verstehe, dass man Kritik hat beispielsweise an den Corona-Maßnahmen. Ja, man darf in einer Demokratie, wie der Deutschen, in einer freien Gesellschaft Kritik äußern, auch an der Corona-Politik. Das kann man tun, man kann es hinterfragen, man kann sagen, das ist falsch gemacht worden, das war viel zu streng oder viel zu lasch, wie auch immer. Aber in dem Moment, wo man anfängt, von einer jüdischen Weltverschwörung zu reden, wo man anfängt, von einer Diktatur zu sprechen, wir leben in einer Diktatur, da sind Grenzen und im Grunde genommen das System stürzen möchte. Das ist ja das, was diese Leute formulieren. Da sind Grenzen überschritten, die inakzeptabel sind. Das geht nicht. Da muss eine Demokratie auch wehrhaft sein. Und das bedeutet eben nicht zu versuchen, in irgendeiner Form diese Meinungen, in Anführungsstrichen, denn das sind keine Meinungen, das ist teilweise reine Menschenverachtung, zu normalisieren und zu akzeptieren. Sondern man muss das ganz klar als Menschenverachtung, als gefährlich für Demokratie diagnostizieren. Und dann sagen, und ihr seid jetzt jenseits der Grenze, die akzeptabel ist. Das heißt, diese Spaltung, ja, man kann sie überwinden oder versuchen zu überwinden, indem man versucht, dass diese Leute sozusagen zu uns zurückkommen, in den Kreis der Zivilisierten und sagen, äußert doch eure Kritik, aber tut es auf eine vernünftige Art und Weise. Aber es kann nicht sein, dass wir Spaltung überwinden, indem wir dorthin gehen und sagen, es ist in Ordnung. Ihr dürft das, ihr könnt von einer jüdischen Weltverschwörung sprechen. Das geht nicht. Und da, glaube ich, müssen wir als Gesellschaft auch solche Spaltungen ja dann eben ertragen. Frau Heinrichs, einmal direkt darauf. Ja, ich versuche es nochmal anders, weil ich glaube, ich bin ein Stück weit missverstanden worden. Es geht natürlich nicht darum, dass Journalistinnen und Journalisten jetzt einen neuen Beruf ergreifen sollen, nämlich den des Mediators oder der Mediatorin und versuchen sollen, Konflikte zu lösen. Also das möchte ich nochmal ganz ausdrücklich sagen. Habe ich auch schon mehrfach heute gesagt, aber jetzt nochmal. Der Punkt ist, der Mediator, die Mediatorin hat ein Handwerk gelernt. Und zwar das Handwerk des Zuhörens. Und auf das möchte ich hinaus, auf das wirklich gut zuhören. Von mir aus nach Afghanistan gehen, weil da gibt es jede Menge Leute, denen wird nicht zugehört. Ja? Es gibt da ganz viele Fragen, die mit dem Umsturz, den wir jetzt kürzlich erlebt haben, zusammenhängen. Wie konnte das eigentlich passieren? Warum hat es keiner gesehen? Wem haben wir eigentlich nicht zugehört? Ja, diese Frage muss man stellen. Und da sehe ich die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Wir holen sehr schnell oft O-Töne ein. Wir schießen auch sehr schnell unsere Meinung über Twitter ab, weil wir denken oft, wir können sagen, was ist. Aber so einfach ist es halt eben oft nicht. Und mein Petitum wäre wirklich, auch auf Social Media, mehr zuhören als sagen, was ist. Aber auch da würde ich insoweit, also es, ja, stimme ich Ihnen zu, aber ich würde in dem Punkt widersprechen, als ein Mediator, eine Mediatorin ja im Grunde genommen zuhört den Konfliktparteien. Und
da sind wir dann an dem Punkt, ich möchte ab einem bestimmten Punkt den Taliban oder einer Partei Freies Sachsen nicht mehr zuhören. Ich möchte auch denen keine Bühne bieten in den Medien. Ich möchte auch ihre Zitate nicht bringen, sondern die möchte ich eigentlich ausgrenzen. Das sind Leute, die man auch benennen muss als Feinde von Demokratie und von Mitmenschlichkeit. Also insofern zuhören ja, die Frage ist natürlich wem. Ich denke, man muss sehr, sehr vielen Menschen zuhören. Da haben wir vielleicht eine gewisse Differenz. Es ist natürlich nochmal ein Unterschied, wen ich dann auch in der Berichterstattung zitiere und zu Wort kommen lasse. Nicht wahr? Aber bevor ich mir eine Meinung gebildet habe, bevor mein Bericht steht, möchte ich doch mit möglichst vielen Beteiligten gesprochen und zugehört haben. Dass man natürlich, wenn das jetzt wie bei Ihnen der Fall ist, jeden Tag tausende Kommentare auf Twitter bekommt, will man die sicherlich nicht alle lesen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn ich Bericht erstatte, finde ich es absolut wesentlich, mit möglichst vielen Konfliktbeteiligten gesprochen zu haben, um mir ein wirklich nuanciertes Bild gemacht zu haben, um dann zu entscheiden, wer soll jetzt dann auch die Bühne bekommen. Ja? Und das sind dann vermutlich nicht die Feinde der Demokratie, da treffen wir uns dann wieder komplett. Ja. Frau Diekmann, Sie hatten gerade kurz sich gemeldet, den Kopf geschüttelt. Ja, also ich muss da, Herr Hasner, Ihnen voll zustimmen. Ich möchte auch gerne dem Eindruck der Bottomline hier mich entgegenstellen, dass wir als Journalistinnen und Journalisten entscheiden, Menschen, Organisationen, Parteien eine Plattform zu geben ohne fundamentales Wissen. Das ist ja unser Job, uns einen dermaßen intensiven Überblick zu verschaffen, um seriös entscheiden zu können, was ist aus unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, die wir als Journalistinnen und Journalisten auch haben, nicht als Aktivisten. Das finde ich total wichtig, diesen Unterschied weiterhin zu machen. Wir sind Journalistinnen und Journalisten, wir sind keine Aktivisten. Und dann aber eben auch an einer Stelle zu sagen, nee, wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und wir wissen, das ist niemand, der überhaupt irgendein Gewicht in einem Beitrag, in einem Artikel haben kann. Per se. Und so funktionieren wir. Da würde ich mal Hasnain und mich zusammen nennen, weil wir uns ja auch auf Twitter gegenseitig folgen und sehen, wie wir jeweils mit den Leuten da umgehen. Jahrelange Erfahrung mit bestimmten Gruppen zeigen, es hat keinen Zweck. Man adelt sie, wenn man auf sie eingeht. Man nimmt Argumente sich tatsächlich noch mal zu Herzen und überdenkt sie, die keine Argumente sind, sondern die tatsächlich nur einem Zweck folgen, Feuer tatsächlich zu legen. Und das finde ich wirklich ganz wichtig, an dieser Stelle noch mal zu sagen. Und ich finde auch, wenn ich das so sagen darf, die Formulierung schwierig zu sagen, wir schießen so schnell oder wir schreiben so schnell unsere Meinung auf Twitter. Das kann ich für mich tatsächlich nicht in Anspruch nehmen. Da gibt es, glaube ich, große Unterschiede und auch einen Anspruch, den wir als Journalistinnen und Journalisten an uns haben, genau das eben nicht zu machen. Frau Jeff, was denken Sie dazu? Ja, also ich glaube, auf das, was, glaube ich, Frau Heinrichs eingeht oder was, wie ich es verstanden habe persönlich, und da kann mich Frau Heinrich natürlich gerne korrigieren, ich glaube, es heißt nicht, Menschen- oder DemokratiefeindInnen so zuzuhören, den Taliban zuzuhören und zu sagen, was denken denn die Taliban darüber? Ich glaube, es hat natürlich viel damit zu tun, also beispielsweise, wenn ich über das Thema Afghanistan gesprochen hatte, habe ich erstmal einige Fragen von meiner Community eingefordert. Das heißt, welche Bedürfnisse habt ihr denn hier? Welche Informationslücken haben sich bei euch gezeigt? Und was interessiert in euch? Und da kam ganz schnell für meine Audience, die mir dann gesagt hat, ja, ich würde gerne verstehen, den globalen Kontext dieser gesamten Geschichte verstehen. Ich würde gerne verstehen, nicht nur wie der Westen auf die Taliban reagiert, sondern auch wie die anderen Regionen auf diese Nachricht reagieren. Ich würde gerne verstehen, was die Rolle Chinas ist, die Rolle Pakistans ist. Also verschiedene eben andere Akteure, die nicht so richtig in unserem Fokus sind. Wir reden ja immer sehr viel über die
die Schuld des Westens, was da passiert ist. Und es ist sehr wichtig und sehr richtig, dass wir darüber reden. Aber der Westen ist nicht der Fokus der Welt und wir sind ein Teil dieser Welt. Und dann vielleicht da so ein bisschen diese Nuanciertheit nochmal ein bisschen abzubilden und da mehreren AkteurInnen oder anderen Perspektiven dazu zu hören. Das habe ich für mich verstanden, dass wir da eine bestimmte Nuanciertheit eben abbilden. Zum Thema Social Media. Ich muss sagen, sehr viele Debatten, die auf Twitter geführt werden unter uns JournalistInnen, sind sehr unnötig. Sehr viele Sachen, die eben in den Medien dann auch diskutiert werden. Also Debatten, die unter uns JournalistInnen auf Twitter geführt werden, werden dann auf einmal zum Thema in den klassischen Medien für Menschen, die eigentlich nicht auf Twitter unterwegs sind. Und das sind Dynamiken, die wir auf einmal von einer Plattform zu einer anderen Plattform bringen und die, wo ich sehr oft merke, wenn ich in irgendeinen Twitter-Diskurs gefangen bin und ich meinen FreundInnen erzähle, das und das passiert da gerade, diese zwei bekriegen sich oder diese verschiedenen Argumente werden da gebracht, dann sind sie immer so, ja, und das hat das jetzt mit mir zu tun, wieso ist das jetzt wichtig, wieso ist das relevant? Und sehr oft sehe ich halt diese Verzweigung dieser zwei Welten ein bisschen zu oft und manchmal finde ich, dass wir diese Themen ein bisschen auch einfach auf Twitter belassen sollten, und nicht irgendwie für die größere Öffentlichkeit verbreiten. Also der Ruf ein bisschen nach dem Realitätscheck wiederum mit Blick auf die Zielgruppe und da auch vielleicht auch nochmals ein bisschen kreativer schauen, was möchte eigentlich das Publikum und wer ist eigentlich unser Publikum, das wir ansprechen. Ich finde das ganz spannend, weil wir im Vorgespräch, Frau Jeff, ja auch genau darüber uns ausgetauscht hatten. Sie meinten, dass Sie sehr gerne auch mal den Taxifahrer oder die Bütchenbesitzerin fragen, wo konsumieren Sie eigentlich Ihre Nachrichten? Das ist so eine Art Feldforschung, fast wissenschaftlich, um zu schauen, wie kommen wir eigentlich in unsere Zielgruppen ran und sind die Thematiken, die beispielsweise auf einem kleinen, ausschnitthaften Medium wie Twitter mit einer bestimmten Zielgruppe verhandelt werden, ist das relevant oder ist das nicht? Ich möchte aber gerne zuletzt auch noch Herrn Fiedler die Möglichkeit geben, sich nochmal zu dem Thema zu äußern, was abbilden und was nicht. Also ich würde gerne nochmal betonen, dass ich auch finde, wenn man Journalisten als reine Mediatoren beschreiben würde, dann würde man, glaube ich, würde man einen Fehler machen. Ich glaube auch nicht, dass Frau Heinrich das so sieht. Ich glaube, es geht ja tatsächlich darum, das Thema zuhören. Und wenn man da jetzt nochmal den Bogen schließt in Richtung Constructive Journalism, dann glaube ich schon, dass es uns darum gehen muss, das beziehe ich jetzt auch mal auf unsere Rolle, also ein Kölner Stadtanzeiger hat natürlich auch eine Rolle in einer Stadt wie Köln, dass es darum gehen muss, Perspektiven zu verändern in der Berichterstattung und eben auch Themen anders aufzubereiten, als immer nur die Problembeschreibung vorzunehmen. Ich glaube, die Problembeschreibung ist natürlich ein ganz wichtiger Job, den wir haben, oder Dinge aufzudecken, investigativ Missstände anzuprangern und sie rauszufinden. Das gehört weiterhin zu unserem Handwerkszeug. Aber das, was wir auch an Rückkopplung bekommen von auch jüngeren Leserinnen und Lesern, ist eben, dass es nicht so ist, dass sie sagen, oder andersrum. Die Anforderung ist zu sagen, beschreibt nicht nur die Probleme, sondern zeigt auch Lösungswege auf. Und damit ist nicht gemeint, dass wir als Journalisten diejenigen sind, die Problemlöser sind, sondern dass wir eben durch ein anderes Storytelling oder eben durch Zuhören, dass der Begriff fiel ja eben auch an vielen Stellen, neue Wege finden müssen in der Art und Weise, wie wir Themen aufbereiten. Und das, finde ich, ist eine ganz große Aufgabe und da bin ich auch ein großer Verfechter von Constructive Journalism, dass man eben auch wiederum bezogen auf ein Regionalmedium unterschiedlichste Perspektiven beleuchtet, jede Problemstellung auch aus verschiedensten Perspektiven sich anschaut und diejenigen auch zu Wort kommen lässt und dann am Ende dieses Prozesses auch Lösungswege aufzeigt. Also dieses reine, wir hauen drauf und jeden Tag wird die Leserin und der Leser in seinem Lokalteil Köln mit dem nächsten Skandal konfrontiert oder mit dem nächsten Missstand konfrontiert, ist, glaube ich, etwas, was so nicht funktioniert im Hinblick auch auf ein jüngeres Publikum und auf ein Publikum, das möglicherweise Informationen, Nachrichten auch über Social konsumiert.
Danke nochmals für diesen Einblick und für die Erdung wirklich in die Thematik und in die Debatte ganz zum Ende hin. Wo sind eigentlich unsere Zielgruppen? Wie möchten wir sie erreichen? Welche Bandbreite bildet man ab? Wir hätten jetzt noch vortrefflich über sehr viele weitere Themen diskutieren können. Beispielsweise das Debundling, die Art und Weise, wie auf einmal ad hoc in verschiedenen Redaktionskonstrukten Menschen verteilt über die ganze Welt über Social Media zusammenkommen, um Journalismus neu anzupacken und neu zu kreieren. Wir haben auch das große Thema Journalismus und Hass zwar besprochen, aber es war auch so ein bisschen immer der Elefant im Raum. Wir wollten natürlich aber schauen, dass wir uns tatsächlich auf die produktive und konstruktive Seite stellen und auch darüber diskutieren. Grundsätzlich bleibt immer die Fragestellung, wie kommen wir eigentlich hin zu dieser von Bernhard Pörksen so schön beschriebenen redaktionellen Gesellschaft? Und ich denke, dass genau so ein Austausch, so eine produktive und auch durchaus kontroverse Diskussion wie mit Ihnen fünf heute auch dazu führen wird, dass wir es gemeinsam schaffen können und auch gemeinsam voneinander lernen können, genau das einmal umzusetzen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse und für Ihre Expertise, die Sie mit uns geteilt haben. Und viele Grüße in die Republik und nach Wien. So, ja, aus verschiedenen Perspektiven haben wir heute das Thema Journalismus und Social Media beleuchtet. Darunter neue Verwebtheiten, neue Fliehkräfte, aber auch die großen Chancen für eine aktualisierte journalistische Berichterstattung als Grundvoraussetzung für eine plurale öffentliche Debatte, wirklich die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Viel Positives haben wir gehört, durchaus auch Kontroverses und Negatives, so soll es sein. Und damit schließen wir dann auch den Kreis zum wissenschaftlichen Input, also zum ersten Vortrag des Tages. Da sprach Herr Professor Reinemann von der Ambivalenz von Social Media. Bleiben wir im idealen Sinne und im besten Sinne also offen für diese Ambivalenzen, für das Gespräch auf Augenhöhe, für die Erweiterung des Sichtfeldes, natürlich auch für die Schärfung der eigenen Argumente und im Idealfall auch für das Überraschtwerden. Soziale Medien sind letzten Endes nur die Plattform und der Journalismus macht etwas daraus und auch jeder Einzelne von uns. Meine Damen und Herren, liebe Teilnehmende, wir nähern uns langsam dem Ende der CBS Medienkonferenz 2022. Und ich nutze ganz gern jetzt die Gelegenheit, hier an meiner Seite nochmals die Geschäftsführerin der CBS Medienstiftung, Ferdows Furudostan, zu begrüßen. Ich habe heute sehr viel Interessantes und Nachdenkenswertes aus der Diskussion und aus dem ganzen Tag mitgenommen, auch neue Fragestellungen. Was nehmen Sie für sich mit und was hat Sie am meisten überrascht? Oh, das. Also wenn ich damit jetzt anfangen würde, dann würden wir die Zeit noch viel mehr überziehen. Ich habe wirklich, obwohl ich mich ja schon eine ganze Weile, wie alle Journalistinnen und Journalisten mit diesem Thema, auch mit diesem Thema beschäftige, habe ich einige Sachen nochmal aus einer ganz anderen Perspektive irgendwie durchdenken können, kennengelernt. Lassen Sie uns das bei einer nächsten Gelegenheit, wenn wir mehr Zeit haben, nochmal vertiefen. Ich schließe mich jedenfalls vollumfänglich Ihrem Dank an die Teilnehmenden an. Es waren wirklich ganz spannende Aspekte, die dank der Expertise der verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier eingebracht wurden, die sozusagen Thema waren, über die man weiter nachdenken kann, über die man diskutieren kann und wie man am Schluss gesehen hat, über die man auch streiten kann. Jetzt fällt mir doch noch eine Sache ein, die ich besonders hervorheben möchte. Ich glaube, Hasnain Kasim sagte, Mensch, jetzt reden wir im Jahr 2021 immer noch über Social Media. Und gleichzeitig haben alle ganz viel über Social Media gesprochen und haben wir ja unter anderem in der Schlussdebatte mitgekriegt, dass das keine Sache ist, die vor einigen Jahren aufgekommen ist und damit sozusagen erledigt war im Sinne von, so ist es nun eben, sondern dass sich dadurch durch Social Media der Journalismus laufend weiter verändert. Und wie stark er sich verändert, das ist mir heute doch noch mal ein Stück bewusster geworden, als es vorher war. Insofern, das ist eine der Dinge, die ich gelernt habe. Eines der Dinge, die ich gelernt habe. Ja, mein herzlicher Dank geht außerdem an die, die die Konferenz ermöglicht haben. Das ist der Westdeutsche Rundfunk, der uns unter anderem hier dieses Studio zur Verfügung gestellt hat. Das ist die Freudenberg-Stiftung, das ist die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung.
Sendung. Und mein Dank geht natürlich auch und besonders an Nadia Savora. Sie haben dafür gesorgt, dass man als Zuschauerin und als Zuschauer, für die kann ich, glaube ich, auch sprechen, auf diesem sehr großen Feld Journalismus und Social Media die Übersicht nicht verloren hat. Und dass jeweils besonders spannende Facetten dieses Themas hier auch zum Vorschein gekommen sind. Ganz herzlichen Dank, Nadia Savora. Mein Dank geht natürlich auch an Sie, die Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Fragen und Anmerkungen. Es waren eine ganze Reihe von Fragen und Anmerkungen. Ich habe gehört, es waren auch noch mehr, als wir sie aufnehmen konnten. Ist ja ein gutes Zeichen, freut die Veranstalter natürlich. Vielleicht gibt es bei anderer Gelegenheit, darauf nochmal einzugehen. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Und ich danke Ihnen natürlich überhaupt dafür, dass Sie dabei waren, für Ihr Interesse. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in anderer, allerdings auch eigener Sache. Noch läuft der Wettbewerb für die CIVIS Medienpreise 2022. Noch aber nicht mehr lange, bis zum 19. Januar, das ist nächste Woche. Und das heißt, wer einen Programmbeitrag aus Fernsehen, Radio oder Internet zu den Themen Migration, Integration, kulturelle Vielfalt und verbunden damit gesellschaftlicher Zusammenhalt hat, von dem er oder sie denkt, das ist mir jetzt mal richtig gut gelungen und dafür würde ich eigentlich ganz gerne auch einen Preis bekommen, dann reichen Sie ihn jetzt schnell ein, um sich die Chance auf einen der schönen und begehrten CIVIS Medienpreise nicht entgehen zu lassen. So, das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.